Vor einiger Zeit habe ich einen großen No-Haul gemacht und da war mein Roll-On dabei. Und das ist auch das erste Produkt, was ich von den Produkten vorstellen möchte. Das ist auch das erste Produkt, was ich angefangen habe. Und wie ich damit zurechtkomme, das erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und ich habe ja vor kurzem einen großen No-Haul gemacht mit so gut wie allen Produkten, die es gerade neu gibt. Und da ist unter anderem auch der Roll-On dabei. Der Roll-On war für mich von Anfang an irgendwie interessant, weil ich jetzt nicht jemand bin, der irgendwie so richtig Augencreme unter den Augen braucht, sondern für mich ist was gut, was irgendwie reichhaltig ist, aber nicht fettig, also gute Wirkstoffe drin hat. Und mit dem bin ich sofort gut zurechtgekommen. Das ist so ein Teil, da hat man so eine Metallkugel, also so ein richtiger Roll-On. Und diese Kugel ist auf der Haut schon mal so super kühlend. Dieses Produkt, was da rauskommt, ist keinesfalls irgendwie fettig und lässt sich unwahrscheinlich gut verteilen. Das einzigste Manko, was ich an diesem Roll-On immer wieder habe, ist, dass irgendwie kein Produkt rauskommt. Was wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass ich es halt wirklich so lagere und da wird das wahrscheinlich so ein bisschen trocken oben dran. Also man muss immer so ein bisschen dann wieder schütteln und ein bisschen auf der Hand, ein bisschen hin und her fahren. Dann klappt das nämlich auch. Ich verwende das Produkt nicht nur unter den Augen, weil ich ja eben auch so eine Art Effekt eben sehen möchte, ob das Produkt auch funktioniert. Ich habe es auch an meiner Zornesfalte hier angewendet und muss sagen, ja, also man kann jetzt in diesen 4 Wochen nur nicht so unwahrscheinlich viel sagen. Ich habe sehr viel erreicht mit Retinol, eben an meinen Zornesfalten. Ich bin jetzt nicht so jemand, der unwahrscheinlich viel Falten hat, weil ich eben fettige Haut habe und habe da halt echt sehr viel erreicht, eben über einen längeren Zeitraum. Hier ist ein Retinoid, enthalten, was halt recht sanft gerade zu der Augenpartie ist. Und da war es mir ganz interessant zu gucken, ah, wie funktioniert das? Hat das überhaupt irgendwie einen Wert? Bei Retinol oder Retinoiden muss man halt einfach sagen, das muss man sich über einen längeren Zeitraum angucken. Und da kann man natürlich jetzt nicht den mega krassen Effekt erkennen. Fakt ist aber auch, also ich habe, wenn ich ganz nah an den Spiegel rangehe, ne, ich bin 42, also so ganz leichte Fältchen habe ich natürlich schon auch. Und ich habe das sehr schnell festgestellt, wenn ich eben diesen Roll-On auftrage, dann sind selbst diese ganz, ganz feinen Linien, die ich habe, weg. Wenn jemand aber jetzt richtig tiefe Rillen hat, wie ich jetzt zum Beispiel hier mit der Zornesfalte, die kriegst du wahrscheinlich nicht komplett weg. Aber es ist schon so ein leichter straffender Effekt zu erkennen. Nochmal kurz zu meiner Haut. Ich habe eher so eine Mischhaut in Richtung fettig und um die Augen bin ich halt da auch eher fettig, kann man an der Stelle sagen. Und da ist es für mich halt unsinnig, irgendwie Augencremes aufzutragen, die eher in Richtung pflegend gehen. Das ist natürlich schon auch pflegend, aber das wirkt ja eher so auf deine Fältchen und dann hat man eben noch die tollen Antioxidantien mit bei. Kann man natürlich jetzt in diesem kurzfristigen Rahmen nicht sagen, so, boah, meine Haut ist viel besser und 4 Wochen ist immer so ein Zeitrahmen, wo man merkt, so kommt man mit dem Produkt zurecht oder kommt man nicht zurecht. Und ich verwende es halt einfach immer, morgens wie abends. Das ist echt eine richtig tolle Angelegenheit. Ich habe euch natürlich wieder die Inhaltsstoffe zum Einblenden aufgeschrieben, dass ihr da gerne mal drüber gucken könnt. Ich bin der Meinung, von dem Produkt hat man eine Weile lang was. Das sind 10 Milliliter. Man hat wieder so ein kleines Kartönchen. Und No achtet da ja darauf, nicht unnötige Verpackung zu haben. Also sprich, dieser Roll-On passt hundertprozentig hier rein. Und dann kann man natürlich sagen, wieso machen Sie das nicht so? Wieso tun Sie das extra in einen Karton rein? Es ist natürlich immer schwierig, so ein Produkt dann so im Laden stehen zu haben. Du kannst es im Endeffekt dann nur versiegeln. Also wird wieder unnötiges Plastik irgendwie um das Produkt gemacht, was natürlich auch nicht toll ist. Und da ist eben nur daran interessiert, dass es eben nicht der Fall ist.
Es ist ein veganes Produkt, es ist ein unparfümiertes Produkt, das ist eben auch wichtig, gerade um die Augen herum brauchst du keine Duftstoffe. Und mich wundert es halt immer wieder, wenn ich irgendwie Augencremes und Co. sehe, wo unwahrscheinlich viel Duftstoffe drin sind. Muss die Augenpartie nach irgendwas riechen? Nein, natürlich nicht. Wie gesagt, ich habe dieses Produkt an meiner Falte hier aufgetragen, um einfach auch zu gucken, bringt es überhaupt irgendwas? Und ich habe schon gemerkt, so, das ist halt echt ein super toller Effekt. Klar kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass alles glatt gebügelt ist. Wenn man eine Falte eine bestimmte Tiefe hat, dann wird es natürlich schon schwierig, da irgendwie was zu erreichen. Aber so auf lange Sicht, denke ich, kann man diesem Produkt unwahrscheinlich vertrauen. Und Retinol ist halt schon auch eine richtig tolle Sache. Hast du mit Retinol schon Erfahrungen gemacht? Oder hast du mit diesem Produkt schon Erfahrungen gemacht? Das würde mich interessieren. Auch wenn deine Meinung komplett von meiner abweicht, so schreib es doch bitte unten in die Kommentare. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.